Guten Morgen, meine Lieben! Heute ist Samstag. Ich übernehme heute wieder die Kamera. Ich bin mit zwei Ratons hier. Und die wollen was essen. Und Butterflick. Was? Butterflick. Butterbrot. Nein, Butterflick. Butter. Machst du ein Butterbrot? Machst du ein Butterbrot? Ich will Eistee. Eistee kann man leider nicht schmieren. Ich will Eistee trinken, meinte ich. Eistee trinken nach dem Essen, okay? Okay, dann machen wir dann ein bisschen was zum Essen, weil sonst kauen die meine Ohren. Bitte schön. Was? So, meine Lieben, wir haben gefrühstückt und jetzt gehen wir Essen einkaufen, also unser Wochenende-Einkauf. Mama und Lara und die Luisa sind noch zu Hause geblieben und ich bin nur mit Patrick und die Michelle unterwegs. Und wir starten, los! So, meine Lieben, wir sind bei Merkur mit Einkaufen fertig. Wir haben leider nicht alles gefunden, was wir brauchen. Deswegen gehen wir jetzt noch eine Runde kurz zum Hofer. Ja, dort werde ich wahrscheinlich auch euch nicht mitnehmen können, weil im Supermarkt filmen ist nicht ganz erlaubt. Und ohne Mamas Tasche ist halt schwierig, die Kamera reinzuschmuggeln. Unterwegs nach Hause haben wir uns überlegt, dass wir die Mama mal kurz überraschen mit einem Fischmeck. Und die anderen Ratons zu Hause, so ein Happy Meal. Und jetzt sind wir wieder beim McDonald's. Grüß Gott, Ihre Bestellung bitte. Grüß Gott, ich würde gerne ein Fischmeck-Menü, also ein Olé, Fisch-Olé oder wie der heißt. Ein Fischmeck-Menü, groß, Pommes-Cola. Ja bitte, Pommes-Cola. Noch was? Zwei Happy Meal mit Chicken Nuggets. Drei Happy Meal? Zwei. Zwei Happy Meal? Ja. Zwei Happy Meal mit Vierer Nuggets? Genau. Welche zwei Soßen? Sour Cream. Bei beiden? Beim beiden, ja. Pommes bei beiden? Pommes bei beiden, dann Fruchtpüree. Alles? Ja, alles. Fahren Sie bitte zum nächsten Schalter. Danke, vor. Danke. Danke. Essen ist fertig! So, Wahnsinn, was ein Fischmeck macht. Mir war das vorher noch urschlecht. Und jetzt plötzlich wegen dem Fischmeck. Ich habe auch ein Cheeseburger gegessen, weil ich hatte auch einen. So, nur wir essen das und die ist gerade nichts. Na, ich bin aber. Die hat schon im Auto gegessen. Ich bin nochmal von zu Hause losgefahren, weil ich auf Schlagobers vergessen habe. Und da die Mama ein. Wie heißt das? Wie heißt der Kuchen überhaupt? Weil die Mama irgendeinen Biskottenkuchen haben will und ohne Schlagobers geht angeblich nicht. Mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, wie den Kuchen jetzt heißt. Mascarpone, wie heißt denn scheiß Kuchen? Keine Ahnung. Ich sage euch dann später, wenn ich mich erinnere. Die Michelle hat ein Spielzeug für die Hunde gekauft. Die sind mega narrisch, ja. Sophie, was ist das Maul?
die Haut ab. Run. Wir haben ein bisschen Wäsche zum Falten, wie das aussieht. Das werden wir wahrscheinlich heute machen müssen. Ja. Mehr Begeisterung. Ja. Na, was ist mit euch zwei hier? Was wollt ihr alle von mir? Machst du vielleicht, Lara, so ein Lolli? So, meine Lieben, die Kinder wollen unbedingt rausgehen. Und ich habe mir überlegt, wir fahren gemeinsam mit dem Fahrrad. Ich werde mal die Kinder kurz beschäftigen, weil sonst sind wir am zu energisch. Jetzt schon? Ja. Jetzt lernst du? Ich bin voll schwer, mich mit dieser Hand zu halten. Ja, das geht schon. Komm, Michel. Ja. Also, zurückfahren, Hand zeigen. Geht, Mausi. Es regnet so schön, gell, Luisa? Luisa? Oh Mann! Was denn? Was ist passiert? Was? Schau das. Bisschen Wasser mehr nicht. Wir haben uns für den Kampf gegen den Regen gut vorbereitet. Regen. Was? Regen. So fährst du rückwärts? Regen. Brauchst du deine Fresse nicht mehr? Regen. Oh, wie klein die Luise ist. Langsam. Schläfst du noch? Was hast du denn gefunden? Papa! Ich fahre mit meinem Auto. Wenn die Lara jetzt kommt. Ich weiß nicht. Du auch? Komm schon. Ja. Und wir haben einen so langen Wurm gefunden. Was? Ja, wirklich. Regenwurm? Ja, so einen langen. Meine Fresse. Papa, der war wirklich voll schön. Das ist so groß, habe ich noch nie gesehen. Ich habe den auch noch nicht so groß gesehen. Hast du Angst vor ihm gehabt? Nein, es gibt aber auch so große in Afrika. Und so dick. Haben die große Zähne gehabt? Man sieht keine Zähne. Wie viele Füße hat eine Schlange, Lara? Nur eine. Okay. Wie viele Füße hat deine Schlange? Gar keine. Doch. Es schlängelt. Lisa, wie viele Füße hat deine Schlange? Ey, du. Ich sage drei. So, wir haben leider nicht draußen. Spaß haben wir schon gehabt, aber wir haben leider draußen nicht lange spielen dürfen, weil der Regen ist immer stärker geworden. Und ja, somit sind wir wieder nach Hause gekommen. Ja. Und die Lara schaut flutschnass aus. Schau.
Ich bin eigentlich nasse Regenlacher. Ein was? Du bist der Regenlacher? Ah, schau mal die Luise an. Wie ein Zwerg. Sie setzt eine Brocken. Au! Und ich eine. Warte, Papa hilft dir. So, ich werde jetzt die Kinder in der Badewanne reinschmeißen. Heute ist Baden angesagt. Und dann ist Schluss für heute, glaube ich. Na, wir werden noch Wäsche falten. Einfach alles machen. Ja, zuerst die Kinder baden und dann Wäsche falten. Mehr Energie! Hold on, my baby, shalalala. Weep, weep, weep. Hi, Shama. Hi, Shama, Spiegel. Okay. Mhm, warte, deine Haare ist verknotet. Manometer, ey. Ich bin ein Roboter. Ein was? Ein Roboter. Was ist das für Roboter? Robita. Du drehst den Kopf zu oft um. Bist du Pocoyo? Nein, du bist Pocoyo. Du bist Pocoyo. Ich bin das kleine Schlummerpiep. Das Baby Schlummerpiep. Von Pocoyo? Ja, und du bist das und du bist die Schlummerpiep, der immer schlaft. Und immer schnarcht. Schnarche ich auch? Ja, und Schlummerpiep auch der Große. Hast du gestern mit Papa gut im Zimmer geschlafen? Nein, wegen das ganze lange, wegen das zu lange geschnarcht. Ich habe geschnarcht? Ja. Na, das war ich nicht. Wer dann? Du? Ja, ich kann nicht schnarchen. Ich auch nicht. Du hast geschnarcht, du fest. Und wie habe ich gemacht? Ganz laut? Ja. Und dann konnte ich nicht mehr schlafen. Oh, das tut mir leid. Aber ich habe dich heute bis 10.30 Uhr schlafen gelassen. Du hast mich gar nicht lange schlafen lassen. Wolltest du den ganzen Tag schlafen oder was? 10.30 Uhr, ich finde schon ziemlich lang, oder nicht? Du lässt mich einfach nicht so lange schlafen. Zopfflechten ist gar nicht so einfach, weißt du das? Warum denn? Naja, erstmal, man muss schon wissen, wie man das macht. Und zweitens, die Lara kann nie ruhig bleiben. Papa, ich habe Füßeschmerzen jetzt, denn ich kann nicht mehr lange stehen. Willst du herumrollen jetzt, oder was? Nein, die Kinder. Aber nicht mehr bewegen und ich bin ganz schnell fertig. Okay? Mhm. So, ich fange jetzt an, ja? Okay. Bist du ruhig? Ja. Sicher? Ja. Kopf nicht bewegen. Ich bewege mich ja gar nicht. Oh ja, ich merke gerade schon. Ach, Krise. Wenn du immer meinen Topf machst, dann bewege ich immer meinen Kopf. Warum? Du bewegst meinen Kopf, Papa. Ich bewege deinen Kopf? Ja, wenn du immer meinen Topf machst. Oh. Papa. Dann mache ich dann ein bisschen vorsichtiger so, dass dein Kopf sich nicht mehr bewegt. Aber irgendwo in meinem Mund tut es weh. Dein Mund tut es weh? Irgendwo in meinem Mund tut es weh. In deinem Mund tut es weh? Irgendwo in meinem Mund tut es weh. Irgendwo in deinem Mund? Ja. Ja, weil du zu viel laberst vielleicht. Nein, du labst zu viel. Ja. Oh, du labst zu viel. Manchmal schon, ja, stimmt auch wieder. Aber ich habe keine Schmerzen. Ich kann Tag und Nacht labern. Du auch, gell? Nein. Und deine Zopfleine ist schon fertig. Papa, da tut mein Daumen weh. Jetzt tut dein Mund nicht mehr weh, jetzt tut dein Daumen weh. Mein Mund und mein Daumen tut weh. Oje, du bist kaputt. Nein, ich bin nicht kaputt. Ich bin einfach verletzt. Ist die Lara kaputt? Nein, die Lara ist verletzt. Oh, wie ist die Lara verletzt? Wie hat sie die Lara verletzt? Ich habe so Blick gehabt. Was? So, da, Lara, Stopp ist fertig. Ganz schön geflochten. Papa. Warte mal. Ganz schön geflochten. Hm? Papa. Was? Da tut's mir weh.
Soll der Papa, und Dada auch. Soll der Papa einen Kussi geben? Mein Mutter tut auch weh. Dada, aber ist egal. Besser? Ich habe die Kinder schon gebadet. Es ist 20 Uhr. Wir werden jetzt noch vor Dienstschluss noch die Wäsche zusammenfalten. Schaut sehr motivierend aus. Die habe ich gestern und heute gewaschen. Und wir waschen immer, also wir falten immer alle zwei Tage die Wäsche zusammen. So, meine Lieben, wir haben die Wäsche gefaltet. Wir machen jetzt Dienstschluss. Wir müssen nur die Sachen wegräumen. Und bis nächstes Mal. Tschüss!